Hallo und herzlich willkommen hier bei LemsK1210 zu einem Unboxing. Ja, ich packe heute aus Lilo und Stitch, die erste Season. Das habe ich mir seit vor langer Zeit mal aus der Türkei mitgebracht. Und das lag hier so rum, dachte ich mir, mach's mal endlich mal ein Unboxing dazu und pack's mal aus. Lilo und Stitch, die TV-Serie, Freunde, ist es ja eigentlich ein Kinofilm. Und hier sind die 32 Episoden der 65, sind es glaube ich, komplett drauf in zwei Seasons. Wurde gemacht von 2003 bis 2005 und lief das erste Mal im Disney Channel. Ja, und seitdem läuft es eigentlich immer wieder, zum Beispiel bei Kabel 1 lief das mal, oder auf Super RTL. Ja, um was geht's in der Serie? Es geht halt um diesen kleinen, knuffigen Alien, der süß aussieht, aber eigentlich im Grunde böse ist. Es ist ein Experiment von einem Bösewicht. Das sind alles hier, das sind so alles Experimente. Und die haben auch alle Codenamen. Er heißt zum Beispiel 626, klingt so wie Donald Ducks roter Cabrio. Und ja, er entkommt diesem Bösewicht und landet auf der Erde, auf, besser gesagt, auf Hawaii. Da wird er gefunden von der kleinen süßen Lilo, die ihm dann Benehmen beibringt, und mit der Zeit freuen sie sich an. Und ja, eine wunderschöne Zeichentrickserie aus dem Hause Disney. Hier sehen wir übrigens die ganzen anderen Aliens oder Experimente. Da gibt es ja verschiedene. Und ihr seht, was ich dafür bezahlt habe. 9 TL 99, also 10 TL türkische Lira. Das sind ungefähr 3 Euro für diese Megabox, Freunde. Also da kann ich einfach nicht widerstehen. Absolut geil. 8 DVDs sind hier drin. Auf jeder DVD insgesamt, ja, 4 Folgen, macht zusammen 32 Episoden. Und ich finde es auch schön, so wie so ein Regenbogen, verschiedene Farben, herrlich. So, dann schauen wir uns mal die Box von jeder Seite an. So sieht es von der einen Seite aus. Es gibt auch diese einzelnen zu kaufen oder halt diese Komplettbox. Das Ganze ist natürlich in Türkisch beschrieben. Klar, es kommt ja aus der Türkei, die Serie, also die Box. Sieht von der Seite so, auch von oben so aus. Oh, ja, so, besser. Mit den schönen hawaiianischen Blumen, kunterbunt, herrlich. So, auf der unteren Seite haben wir hier, ne? So. 630 Minuten und ja, mehr steht jetzt hier nicht drauf. Was für eine Sprache drauf ist, ich denke mal Türkisch, Englisch vielleicht, weiß ich jetzt nicht genau. So, gucken wir uns mal hier das Preisschild an. Es wurde halt reduziert, ist nicht der Normalpreis. Wenn ich es so mal auseinander bekomme, können wir uns mal anschauen, was es normal gekostet hat. Oh. Ja, ich denke, man kann es erkennen. Er wurde schon richtig reduziert. Naja, egal. So, dann holen wir uns mal unsere Schere und schneiden es mal auf. Und die Box liegt seit seit langer Zeit hier rum. Freunde, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber ich finde die Box einfach genial. Gerade als Zeichentrick-Fan. Und es ist einer der neueren Serien. Ja, ich packe normalerweise immer klassische Sachen aus. Also Retro-Anime und solche Sachen. Aber das ist hier eine der neueren Sachen. Wobei 2005 ist ja auch nicht mehr ganz neu. Ja, gut. Ich sag mal so. Eine neue Serie zwischen meinen ganzen Klassik-Anime-Serien oder Zeichentrickserien. So, wow. Das ist übrigens hier so ein Dings, türkischer Alarm-Dingsbums. Wenn man den nicht richtig
zerschneidet oder wegmacht, dann bimmelt es überall. So, da haben wir die wunderschöne Box. Die ist ja auch, guck mal, aus, wenn man die aus der Folie nimmt, sieht die nochmal um besser aus. Richtig schön gestaltet, Freunde. Und jetzt nehmen wir mal die ganzen DVDs raus. Und schauen wir mal rein. So, das ist hier der Pappschuber, der die ganzen DVDs zusammenhält und auch schön aussieht. Und da höre ich schon ein Klackern. Moment, so 8, 1. Schauen wir uns alle einzeln an, Freunde. So, na, was mal hier, zack, das ist DVD 1, Nummer 1, Lilo und Stitch, Chizuki Film Nere, heißt Lilo und Stitch, Zeichentrickfilme, Episode 1 bis 4, wunderschön, alle Episoden einzeln beschrieben und wie auch die Experimente heißen, die haben ja, wie gesagt, alle ihre Experimentnamen und dann halt die normalen Namen. Kicks, Cannonball und so weiter. Ja. Oh, guck mal, da schau eine an. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele Sprachen drauf sind. Türkisch, Englisch, Portugiesisch, Polnisch, Arabisch und Russisch, Freunde. Ey, perfekt wäre noch gewesen, wenn da noch Deutsch drauf gewesen wäre. Hammer. Wow. Türkisch, Englisch, Portugiesisch. Wow, krass. Untertitel haben wir auch jede Menge. Ja, und dann gucken wir mal rein. Zack. Und das sind hier diese Disney-DVDs mit diesen, mit diesen silbernen oder mausgrauen Design. Nicht sehr... Nicht sehr fantasievoll gestaltet, aber egal. Aber wie gesagt, solche Dinger, die bekommt man auch hier in Deutschland bei diversen Disney-Filmen. Aber die Hülle, die gefällt mir gut. Die glänzt und hat so einen richtig schönen, nicht so typisch dunkel Disney-Blau, sondern eher so einen Ton heller, würde ich mal sagen. Und das sieht richtig gut aus, die Hülle. Dann haben wir hier ein Blättchen drin. Disney-Cartoon. 9,99. Okay. What? What, Freunde? Bald auf Disney DVD. Geil. Wie geil ist das denn? Okay, also Chip und Chap haben wir auch in Deutschland. Aber ich würde die auch in... weil ich habe die im türkischen Disney Channel gesehen. Würde ich mir auch in Türkisch holen. Und auch hier Captain Baloo. Afajan ile Babajan heißt das. Ah, die beiden. Da gibt es zwei Volumes. 8 Episoden. Okay. Okay, die haben wir auch in Deutschland. Aber das hier, Freunde, das haben wir nicht in Deutschland. Ördek Karakanat. Das ist Darkwing Duck, Freunde. Gibt es noch nicht in Deutschland. Also zumindest, wo ich jetzt das Video drehe, noch nicht zu kaufen, leider noch nicht. Ich hoffe, es kommt mal, auch mal bald. Aber wenn ich das sehe, Freunde, das wird sofort geholt. Da muss ich mal gucken, Freunde. Also in der Türkei gibt es diese Disney-Serien für 9 TL99 pro Box. Wunderbar. Also, wie gesagt, die habe ich zwar, aber das hier, das macht mich richtig heiß. Darkwing Duck. Wie geil ist das denn? Hammer. Das nenne ich mal Werbung, die einen richtig heiß macht. So, das war DVD 1. So, das Video, damit das nicht so lang wird, es kratzt schon an die 10 Minuten. Da haben wir DVD 2. Aber egal, ich nehme mal Zeit. Gut. Und hier haben wir Yin Yang, Richter, Jepper und Bay Sensei. Ich denke mal, diese Charaktere kommen halt in diesen Folgen vor. Und auch hier, wie gesagt, die Episoden.
ist das das gleiche. Jo, die gleiche Werbung, die gleiche DVD. Das ist Disc 2. Und dann, ich denke mal, wir brauchen nicht alle einzeln aufzumachen. Disc 3, auch hier die gleiche Werbung. Aber verschiedene Farben, das ist cool. Asteroid Secret, ein geheimes Experiment. Freunde, ich freue mich so riesig auf die Serie hier. Warum ich die noch nicht ausgepackt habe, keine Ahnung. Ja, das ist 3. Dann haben wir hier DVD 4. Ja, ihr kennt das Spiel. Gleiche Werbung, aber ist ja nicht so schlimm. Vielmehr interessiert uns, was für Experimente hinten sind. Topper, Fibber, der böse Stitch. Ja, das ist die Folge hier mit 626. Ja, ich kann mich jetzt so... Ich habe zwar die Kinofilme dazu, also auf DVD. Gibt, glaube ich, 2 oder 3 davon. Aber die Serie, die habe ich noch nie so richtig gesehen. Nur halt so, so beim Vorbeiseppen. So komplette Folge hingesetzt und angeschaut habe ich nicht. Aber kann ich jetzt damit machen. DVD 5. DVD 5. Ja. Und DVD 6. Ja, ich finde ja sehr knuffig hier. Ach, guck mal hier. Das ist ja ein süßer Piepmatz. Herrlich. Oh, guck mal, 626, 627. Ist das der große, der kleine Bruder von Stitch? Wer weiß, wer weiß. Okay. Das war 6. Und jetzt kommen wir zu DVD 7. Ja. Aber ich muss sagen, Respekt, die haben immer ein verschiedenes Cover gewählt und auch sich Mühe gegeben, das zu designen. Oh, Slushy. Der sieht nice aus. Ja, das ist sowas wie Pokémon, Freunde. Pokémon mit Aliens. Kann man vergleichen, oder? So, und dann haben wir noch DVD 8. Und dann sind wir schon fertig. Ich hoffe, ihr habt jetzt bisher hin durchgehalten. Er ist hier hypnotisiert von der guten Lilo. Vielleicht, keine Ahnung. Lilo und Stitch. Ja, auch hier. Ah, die DVDs. Ja, Leute, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss hier. Mittlerweile haben wir die 13 Minuten geknackt. Durchgehalten. So, oh. Unboxing ist ganz schön. Ist ja wie Aerobic, Freunde. So, da haben wir das gute Stück. Und ich sag mal, für 9,99 ein absoluter Hammerpreis für diese wunderschöne Serie. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich werde mir gleich ein paar Folgen reinziehen und Lilo und Stitch mal genießen. Das war's. Ich sag bis zum nächsten. Bye, bye.